Es ist schon lange überfällig, werden Sie fragen, was? Das Interview mit Karl Geiger. Aber der ist immer so bescheiden, so nach dem Motto, ach, nehmt doch andere, ich mache meine Sache. Ja, dabei, Karl, es ist, auch wenn es so ein paar Wellen sind, deine beste Saison. Ja, doch. Kann man auf jeden Fall schon so unterscheiden. Wenn man da irgendwo Silber gewinnt, ja, dann ist das wohl so schlecht nicht. Olympia Zweiter, das wissen Sie. Karl, in Oberstdorf heißt, glaube ich, jeder zweite Geiger. Also der ehemalige Clubchef vom SC Oberstdorf heißt Geiger. Eine der besten Slalomläuferinnen heißt Geiger. Du heißt Geiger. Aber verwandt und verschwägert seid ihr nicht. Das ist wie Müller und Meier, oder? Teils, also teilweise ist man verwandt, teilweise nicht. Ich sag ja, wie jetzt geht mal, denn das teilweise? Ist das so? Ich weiß nicht genau. Wie Halbschwanger oder so? Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich glaube, der Vincent ist mein Groß-Groß-Groß-Cousin. Also schon über. Der Kombinierer. Über einige Ecken. Aber die Verwandtschaftsbezeichnung habe ich noch nicht gehört. Groß-Groß-Groß, ja, irgendwo. Also muss noch ein Tropfen Blut dabei sein. Ich glaube, das ist schon so verwässert, aber prinzipiell. Ist mir irgendwo, glaub mal, ja. Naja, also auf jeden Fall ist Geiger ein gebräuchlicher Name in Oberstdorf. Genau. Das können wir so stehen lassen. So, Karl, jetzt kennen dich die Leute so sehr noch nicht. Können wir mal versuchen, im Stenogramm ganz kurz, wie du zum Springen gekommen bist, wie sich das entwickelt hat? Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, ja. Dann machen wir. Also es ist eigentlich ziemlich unkompliziert. Ich bin in Oberstdorf aufgewachsen, ähnlich wie hier, Berge um und herum. Und dann hat man mich mit 3 Jahren mal auf die Ski gestellt. Dann war ich im Skitraining und irgendwann habe ich dann das Skispringen auch einmal ausprobiert. Und ein Kindergartenfreund von mir hat das auch schon gemacht und irgendwie hat man sich halt daran so getroffen. Das Übliche, eine kleine Schanze selbst gebaut. Genau, und so mal Schneehügel-Schanze gebaut mit Alpinski, mit Langlaufski, irgendwas. Und dann ja, ist man auf einmal zum Skispringen gekommen. Jetzt bist du, sag mal, einer, der keine Schwächen, keine Stärken hat, sprich also Absprung, Luft, das ist irgendwo, das stimmt alles, oder würdest du sagen, ich habe Vorteile in der Luft? Ich habe Stärken und ich habe Schwächen, die mittlerweile auch zu meinen Stärken geworden sind. Oh, jetzt das muss ich nachdenken. Also, du hast Schwächen, die zu deinen Stärken geworden sind. Ja, das kannst du mir den Tipp mal verraten? Das probiere ich dann auch. Das habe ich mir zum Teil über die Jahre lang erarbeiten müssen, wie zum Beispiel im Flug. Da kann ich, wenn vom Absprung her alles passt, dann kann ich auch sehr gut fliegen. Und dann ist das kompakte System ziemlich gut. Aber ich glaube, die größere Stärke ist dann doch noch mein Absprung, weil wenn ich da meine 7 Sachen beieinander habe, dann ist der ziemlich gut. Wenn der passt. Jetzt müssen wir Folgendes sagen. In Planitza ist das so richtig gut nicht gelaufen. Wir machen das Interview, wie Sie sehen, in Planitza. Aber was die meisten nicht wissen, der Junge ist eigentlich krank. Ja gut, es gehört halt dazu. Mein Gott, jetzt nach den kräftezehrenden Wochen, sage ich jetzt mal, jetzt hat dann irgendwann mal der Körper gesagt, ich brauche mal Pause und hat mich dann mal ins Bett geschickt. Aber ich sage jetzt mal, zum Skispringen geht's und deshalb hoffe ich, dass ich am Sonntag noch so lang durchtauchen kann und dann ist die Saison vorbei. Es ist ja eigentlich verwunderlich, dass so relativ wenig Springer jetzt Verschleißerscheinungen zeigen und noch gesund sind. Es ist ja eine Ochsentour. Ja, es war jetzt echt straff. Also seit Mitte November eigentlich komplett durch, auch mit Touren wie Vierschanzentournee, Olympia, Raw Air, Skiflug-WM, da waren schon knackige Sachen dabei. Aber ja, es macht einfach Freude und wir sind eigentlich froh, dass der Kalender so voll ist, anstatt dass man immer Pause hat und sich dann ja, auf jeden Wettkampf hinfiebern muss. Du hast deinen Platz, der ist festgezurrt, der ist sicher. Und jetzt stimmt die Basis nur im Skispringen, ist es natürlich auch so, was heute stimmt, muss morgen nicht mehr wahr sein, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Also es war, das beste Beispiel ist die Raw Air. Ich bin in Trondheim noch 7. geworden und dann gehe ich zum Skifliegen nach Vikersund 2 Tage später und es klappt gar nichts mehr. Aber das, so ist es manchmal. Wie erkläre ich es meinem Kind, ne? Ja, ziemlich schwierig. Ja. Nur eins, man braucht wahrscheinlich dann auch das Gemüt eines Fleischerhundes. Man darf das nicht so sehr an sich rankommen lassen. Ei draufgeschlagen, aus, neues Spiel, neues Glück, oder? Theoretisch schon. Wenn man selber mal in der Situation ist, weiß man, dass das nicht ganz so einfach ist. Das ist dann doch emotionaler Sport und
Man hängt da das ganze Herzblut rein und deshalb nimmt man sich dann solche Niederlagen schon manchmal sehr zu Herzen, aber ja, das gehört dazu. Da steht man drüber. Wenn ich das jetzt Filterer interpretiere, bist du nicht der Nervenstärkste, oder? Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, also wenn ich mich auf eine Idee eingeschossen habe, auch zum Skispringen, wie ich dann an die Schanze gehe, dann kann ich mich sehr gut fokussieren und auch auf den Punkt wirklich da sein. Mich beschäftigen manchmal, ich sage jetzt mal, schlechtere Wettkämpfe oder so, vielleicht länger als manch anderen, der kann das leichter abstempeln. Bei mir, ich grübel dann vielleicht noch ein bisschen länger. Bist du ein Eigenbrötler? Das glaubt jeder. Das glaubt jeder. Also Skispringmannschaft hat, Mannschaft ist 1 plus 1 plus 1 plus 1. Das sind dann 4. Genau, 4, ja. Also es ist eine höchst individuelle Sportart, aber natürlich dann bei den Teamwettbewerben zu nutzen der Mannschaft. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass auch jeder von uns wirklich ein Teamplayer ist. Aber wir wissen natürlich selber, wenn wir dann oben stehen, müssen wir unsere Sachen beisammen haben und uns konzentrieren. Aber die Stimmung im Team ist sehr gut und das ist auch sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt nach der Saison Skiurlaub oder in die Sonne? In die Sonne geht's. Okay, dann gute Erholung, Karl. Und ich hoffe, wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Karl Geiger, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang. Na, nicht vergessen. Danke. Danke.